Heute machen wir es kurz und knackig. Ich versuche das auf jeden Fall mal, Freunde. Und damit herzlich willkommen hier bei Meerpaket. Es geht mal wieder um In-Ear-Kopfhörer TWS True Wireless. Diesmal kommen die von der Firma Prose, die TWS 02. Da hinten steht es schon. Und ich erzähle euch mal, was ich hier so rausgefunden habe. Ob die gut sind, ob die nicht gut sind. Und ich kann euch nur so viel schon mal sagen. Ich habe einen Lauf. Denn schon die Havit i93 hatten einen richtig guten Klang, die ich hier vorher getestet habe. Und auch hier die Prose, die haben mich richtig überrascht. Ja, meine Güte, die haben einen echt guten Klang und vor allem, schaut euch die kleinen Dinger an, da steckt Bass drin, also für die Bauform natürlich in Relation, aber ich habe die reingemacht in mein Ohr und Musik angemacht und dachte, wow, da kommt ja ein richtiger Punch durch, also kleine In-Ear-Kopfhörer mit Bass, das ist immer super, da war ich sofort schon mal, positiv gestimmt und auch sonst die Tonqualität, die Klangqualität, die ist echt gut. Hiermit macht es Spaß, Musik zu hören. Hier meine übliche Rockmusik, die ich mir gerne anhöre, kommt hier richtig gut rüber. Macht Bock, macht Laune. Natürlich kann man auch Hörbücher hören. Alles wunderbar, kein störendes Grundrauschen, das mir hier aufgefallen wäre. Also vom Klang her kriegen die auf jeden Fall direkt schon mal ganz schnell hier den Daumen hoch von mir. Bass, guter Klang, alles klar, wunderbar. Ein klein wenig weniger wunderbar ist allerdings hier ja die passende Position im Ohr zu finden. Irgendwie habe ich mich da am Anfang etwas schwer mitgetan. Man muss die Dinger holen, steckt sie sich ins Ohr rein und dann dreht man die so ein bisschen ein, dass die dann einen Sitz haben. Ich habe das ein bisschen üben müssen. Mittlerweile geht das gut, aber am Anfang war das ein klein bisschen schwierig. Dafür sitzen sie echt fest im Ohr. Also ich habe hier keine Probleme gehabt, dass da was rausfällt. Wir haben hier den flexiblen Innenohrbügel noch mit dabei und die Dichte auch sehr gut ab, also da kommt wenig von den Außengeräuschen noch durch, also das sind richtige kleine Stöpsel, wenn man die mal im Ohr hat. Was mich aber gewundert hat, ich habe hier von anderen gesagt bekommen, dass man hier recht viel hört, wenn ich die ja in den Ohren habe und dann Musik abspiele. Also irgendwie dringt da relativ viel Sound noch nach außen. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber ja, wurde mir auf jeden Fall von meiner näheren Umgebung gesagt, dass da echt noch viel zu hören ist. Für die Bedienung haben wir hier jeweils einen Knopf an jedem der Ohrhörer. Das ist hier ein einfacher Button, den man richtig eindrücken kann. Und ich schalte die jetzt mal ein. Ich halte mal kurz gedrückt. Dann seht ihr auch, dass wir da wieder so einen schönen Leuchtring haben, der dann blinkt hier beim Verbinden und auch beim Laden dann den Ladezustand anzeigt. Das ist immer eine schöne Lösung. Gefällt mir echt ganz gut. Bin halt ein LED-Freak. Was soll ich machen? Die Bedienung an und für sich, die klappt auch gut. Man kann hier Play-Pause machen, ein Lied vorspringen, ein Lied zurückspringen, Telefonate annehmen und ablehnen und man kann hier den Sprachassistenten Siri oder hier den Google Assistant oder so auch aufrufen durch gedrückt halten der Taste. Das funktioniert alles. Dadurch, dass es aber eine physische Taste ist, die hier eingedrückt wird, ja, das klackt auch jedes Mal und wenn man das im Ohr hat, klackt das schon relativ laut und man hat immer so ein bisschen Druck auf dem Ohr, wenn man die reindrückt. Mag ich jetzt nicht ganz so sehr, also so eine Touch-Bedienfläche ist mir da ehrlich gesagt schon lieber, wenn die gut funktioniert, aber es funktioniert auch so. Was man natürlich nicht machen kann, ist Lautstärke anpassen. Nee, das müsst ihr nach wie vor hier an eurem Smartphone über die Tasten machen. Naja, ist eben so, kann man per Touch auch schöner lösen. Aber hier ist eben eine Taste dran, sie funktioniert aber ganz ohne Lautstärke. Aber da haben wir ja eine schöne Tradition, dass man die nicht einstellen kann. In Anführungszeichen. Dann ist mir noch eine Sache aufgefallen bei der Abstufung der Lautstärke. Also wenn ich hier ja leicht die Lautstärke verändere, dann wird hier in relativ großen Schritten hoch und runter geregelt. Also ich hätte gerne, dass man das ein klein wenig feiner einstellen könnte. Das ist mir hier irgendwie aufgefallen, stärker als bei anderen Ohrhörern, dass hier schon kleine Veränderungen der Lautstärke doch einen sehr großen Effekt haben und die Dinger werden auch brutal laut. Also die werden richtig laut. Wer sich hier einen Hörsturz mit einfangen will, der kann das, glaube ich, machen. Also mehr als halbe Lautstärke konnte ich hier nie hören. Das war schon so am oberen Ende meiner Schmerzgrenze. Ich will gar nicht wissen, wie laut die werden, wenn man hier voll aufdreht. Also die werden richtig doll laut für all die, die sich hier noch Hörprobleme einfangen wollen oder für die, die schon welche haben. Ja, prima, die werden laut.
Natürlich habe ich hiermit nicht nur Musik gehört, ich habe auch YouTube geschaut, Netflix geschaut, Amazon Prime Video geschaut, denn ich wollte wissen, haben wir hier eine Verzögerung drin oder haben wir keine Verzögerung drin? Und wir haben Gott sei Dank keine Verzögerung. Ihr könnt hier problemlos mit Videos schauen. Ihr habt da nicht eine halbe Sekunde ein Delay drin, dass dann irgendwie immer der Ton hinterherhinkt, was ja mega nervig ist. Das haben die hier nicht. Also hiermit kann man wunderbar auch dann sich die Filme und Serien anschauen. Das war jetzt also ja meine Erfahrungswerte dazu. Jetzt gibt es hier noch ein paar Specs, die halten durch im Akkubetrieb 2,5 bis 3 Stunden maximal, jeder Ohrhörer. Und man kann die nochmal 4-mal aufladen, hier mit dem mitgelieferten Ladecase. Da ist ein 500 mAh großer Akku drin, aufgeladen, wird hier über Micro-USB, ganz normal. Nichts Besonderes, aber besonders ist hier einmal die Öffnung, denn wir haben hier einen kleinen Knopf, da drückt man drauf und bup, dann geht die Klappe auf. Nichts Besonderes, ja. Hier eine kleine Feder, da kann man sie schon sehen, aber es macht einfach Spaß, das Case hier aufzumachen. Und das ist ein super leichtes Case, es ist auch relativ klein und kompakt, wenn ich hier mal vergleiche mit so einem AirPods Case, ist natürlich ein bisschen größer, aber dennoch relativ kompakt, ich sag mal noch taschenfreundlich, das kann man noch in die Hosentasche stecken, wenn man jetzt nicht gerade eine Skinny Jeans anhat. So, ich lege mal die Kopfhörer hier rein, dann seht ihr auch, die sind natürlich magnetisch gehalten. Wir haben hier die Ladesteckerchen, also die Pinne, die dann hier auf die Ladekontakte draufgehen und dann automatisch hier die Kopfhörer aufladen. Wir haben hier nochmal ein paar LEDs, die zeigen, wie viel Saft noch hier in dem Ladecase drin steckt. Wir haben hier ja einen Knopf, damit kann man das Laden starten oder auch überprüfen, wie viel Akku man noch hat. Und ja, die Kopfhörer zeigen einem an, wenn aufgeladen wird, dann sind die nämlich rot und wenn sie voll sind, dann werden sie blau und gehen dann auch komplett aus. So, so scheinen sie auch ein bisschen hier durch. Ist eine völlig okaye Kombination. Natürlich, hier oben haben wir wieder alles so schön transparent. Ihr seht schon, da sieht man wieder jeden Fingerabdruck nachher drauf. Und die verkratzen dann auch relativ schnell. Dann sieht das nicht mehr so schön aus. Aber naja, irgendwas ist ja immer. Aber das hier funktioniert gut. Und wir testen mal, wie fest hier auch die Magnete halten mit meinem obligatorischen Schütteltest. Und ja, man schafft es. Also, es gibt festere Magnete, aber da muss man schon echt viel blöder schütteln, dann fallen die hier auch schon mal raus. Wenn sie mal gekoppelt wurden per Bluetooth 5.0, dann koppeln die sich auch immer wieder automatisch mit eurem Gerät. Das funktioniert auch ganz problemlos. Und ja, was soll ich noch sagen, Freunde? 45 Euro werden hierfür veranschlagt. Ist in Ordnung, würde ich mal sagen. Dafür, dass man hier einen echt guten Sound rausbekommt. Das Case könnte noch ein bisschen hochwertiger sein für meinen Geschmack und für den Preis. Aber mein Gott, immerhin hat es hier den schönen Effekt, dass es immer so aufspringt. Ist ja auch was Schönes. Also ich würde sagen, die bekommen von mir schon eine Kaufempfehlung aufgrund des guten Klanges. Wir haben keine Verzögerung. Die sitzen gut im Ohr drin, wenn man es mal raus hat, wie man sie reindreht. Und ja, es sind gute kleine Wireless Kopfhörer. Kann man machen, Freunde. Die Pros TWS 02 haben mich positiv überrascht. Ich kann sie euch weiterempfehlen und das tue ich natürlich wie immer mit einem Link hier unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch die Teile anschauen bei Amazon und auch gerne direkt mal kaufen und selbst ausprobieren und dann schreibt ihr mir mal rein, ob ihr mir hier zustimmt oder ob ihr ganz anderer Meinung seid. Das wäre es auf jeden Fall gewesen. Nicht ganz so kurz und knackig, wie ich eigentlich wollte, aber ich schwafel halt immer zu viel. Mein Gott, ist halt so. So, das wäre es aber gewesen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut!